Ich habe eine Gleichung Cosinus Alpha ist Cosinus von 100 Grad und ich möchte Alpha ausrechnen und möchte am Einheitskreis eine Skizze. Das geht schnell. Skizze 1, 1, x, y. So, 100 Grad. Das ist ein bisschen mehr wie 90. Das heißt, wir sind ungefähr hier. Und da gehe ich jetzt bei Sinus und Cosinus, gehe ich da immer so sauber da senkrecht runter und der Cosinus ist dieser Balken. Okay, also ungefähr, weiß nicht, 0,2, minus 0,2 gibt es. Und der Winkel, den ich hier habe, das ist also hier habe ich jetzt 100 Grad. 100 Grad. Gut, und jetzt gibt es noch einen zweiten Winkel mit dem gleichen Cosinus und den mache ich jetzt vielleicht grün und der ist da. Und zwar gehe ich hier rüber. Ja, und der hat den gleichen Cosinus. Und wie bekomme ich den? Das ist jetzt, ich kann mir das hier denken. 300, also ich habe ja hier, hätte ich wieder 100, ja, also ich kann jetzt hier rechnen, 360 Grad minus 100 Grad ist 260 Grad, ja, also Alpha 1 ist natürlich 100 Grad, ja, weil Cosinus 100 ist 100, Alpha 2 ist 260 Grad, genau, ich kann mir auch vorstellen, der ein bisschen größer, so, das geht auch so, wenn der Winkel 80 ist, dann ist der Winkel auch 80 und 180 und 80 und dann bin ich wieder bei den 260. Genau so geht es. Und vielleicht noch eine Bemerkung. Hier hätte ich zwar auch einen Balken, aber der Balken ist positiv und dieser Balken ist negativ. Das heißt, die Winkel auf der rechten Seite sind es nicht, die ich will. Und beim Cosinus wird immer so an der X-Achse gespiegelt.